Das Seminarhotel Ammerhauser in Antering stand kürzlich ganz im Zeichen des Bürgerrats. Mit dem Thema gelungene Integration beschäftigten sich insgesamt 15 Bürger, die per Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Es geht um die Menschen, die bei uns bleiben, die neue Nachbarn und Nachbarinnen werden. Und wie können wir da das Zusammenleben gemeinsam gut gestalten? Und die Salzburger nahmen sich hier kein Blatt vor dem Mund. Die unterschiedlichsten Sichtweisen und Meinungen wurden offen dargelegt und diskutiert. Es ist schon sehr interessant, andere Stimmen zu hören und andere Ängste mitzubekommen. Das ist ein schwieriges Thema, das ist ein Riesenauftrag, die Integration, die da in nächster Zeit passieren wird. Es wird nicht gleich mal vorbei sein, sondern es wird noch länger gehen. Und ich glaube, dass wir da wirklich eine tolle Runde sind, wo wir uns eigentlich alle sehr gut ergänzen und ja, versprechen wir eigentlich sehr viel für die Zukunft, für das Ganze. Und die vielen Stimmen des Bürgerrats finden gewiss Gehör, denn die Ergebnisse werden der Landesregierung als Empfehlung vorgelegt. Entscheidend ist dann, dass die auch aufgegriffen werden und weiter bearbeitet werden und dass dann auch ein Folgetreffen stattfindet, wo man dann auch berichten kann, was mit den Ergebnissen passiert ist. Bis dato sind sich die Bürger nach der Sitzung einig. Die Politik solle mutig genug sein, um Entscheidungen zu treffen und die Bevölkerung mehr Toleranz für unterschiedliche Positionen zeigen. Zudem sehen sie das Erlernen der deutschen Sprache als wesentliches Kernelement einer schnelleren Integration. Auch fordern sie von der Politik mehr Informationen, um die Ängste in der Bevölkerung abzubauen. Landeshauptmann Haslauer sieht das ähnlich. Die größte Angst besteht immer vor dem Unbekannten. Und da die Brücke zu bauen, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben. Eine Expertenrunde sorgt derzeit für die bestmögliche Umsetzung der Wünsche und Vorschläge der Bürger, die dann als Empfehlungen am 26. November beim Bürgercafé in Thalgau öffentlich der Landesregierung präsentiert werden.